Sergej Osatschuk ist uns jetzt zugeschaltet, der Gouverneur der Oblast Chernivtsi im Südwesten der Ukraine gelegen. Wir grüßen Sie ganz herzlich. Hallo. Guten Tag aus der Ukraine, ja. Nein, es sind keine guten Tage für Ihr Land. Wir haben vor einer Woche miteinander gesprochen, da saßen Sie in Zivil da. Jetzt sehe ich, haben Sie eine Uniform an. Das bedeutet, auch bei Ihnen ist der Krieg angekommen? In der gesamten Ukraine ist die Zivilverwaltung umgebaut worden und jede Region ist heute Militäradministration. Demnach bin ich nicht mehr Gouverneur der zivilen Verwaltung, sondern Leiter der militärischen Administration im Gebiet Chernivtsi. Das heißt, Krieg ist überall, egal ob das in Kharkiv, in Kiew oder in Mykolaiv, in Tschernihiw ist. Die ganze Ukraine kämpft gegen die russische Besatzer. Und das ist ein Vernichtungskrieg. Das ist ein barbarischer Krieg von Putins Truppen. Über 2000 Zivilisten mussten das Leben geben und opfern, weil der Putin seine verrückte sogenannte russische Welt uns aufdrängen will. Er zerstört unsere Häuser, aber der Putin zementiert unsere Herzen und Seelen. Und Putin zementiert die demokratische Welt zusammen. Und das ist, glaube ich, die größte Antwort, die stärkste Antwort, die alle Menschen auf der Welt dem Putin geben können. Aber die ukrainische Armee zerschlägt russische Truppen. Über 9000 gefallene russische Soldaten sind seit einer Woche in der Ukraine. Und deswegen ist unser Appell und unser Aufruf an die russischen Mütter, holt eure Söhne von der Ukraine lebendig nach Hause zurück. Denn wenn sie das nicht tun, sie finden hier das Ende. Und das wollen wir nicht. Diese Totenzahlen, die Opferzahlen seitens der russischen Armee können wir natürlich von dieser, von unserer unabhängigen Seite aus nicht bestätigen. Aber wir können Sie fragen, wie die momentane Situation bei Ihnen heute in den letzten Stunden in der vergangenen Nacht war. Die ganze Nacht, wie auch die alle Tage vorher, sind immer mit Luftalarmsignale. Die Menschen übernachten in den U-Bahn-Stationen, in den Schutzräumen, müssen in Keller gehen. Und es gibt keine ruhigen Nächte mehr in der Ukraine. Auch tagsüber fliegen die russischen Flugzeuge und Raketen, bombardieren zivile Infrastruktur, zerstören Krankenhäuser, Schulen, Universitäten und zerstören unsere Verbindungswege. Ich glaube, dass diese enorme Zerstörungsaktion von den Russen überhaupt nicht fähig ist, unseren Willen zu brechen. Also das ist nicht der Weg, mit dem Putin uns in die Knie aufdrängen kann. Herr Osatschuk, in Ihrer Oblast, wie ist da ganz konkret im Moment die Situation? Was haben Sie an Angriffen dort bereits? Zwei, dreimal am Tag haben wir Luftalarm und Angriffssignale aus der Luft. Das ist auch die stärkste und gefährlichste Waffe, die Putin gegen uns einsetzt. Auf dem Boden können sie keine Erfolge erzielen, aber es fliegen vom Schwarzmeerflotte aus Weißrussland, aus Russland stärksten Mittelstreckeraketen und zerstören unsere Städte. Deswegen spüren wir das auch hier in Chernivtsi. Aber andererseits, wir sind hier natürlich im weiteren Hinterland, hinter der Frontlinie und empfangen Tausende und Abertausende von Flüchtlingen, die hier vor diesen Raketenangriffen sich schützen wollen. Andererseits kommt enorme humanitäre internationale Hilfeleistung über die EU-Grenze zur Ukraine in unserem Gebiet. Und das leisten wir auch natürlich als Transitgebiet für die Menschen, die in Not sind. Das ist schon mal gut zu hören, dass diese Lieferungen ganz offensichtlich ankommen. Wie ist es sonst um die Versorgungssituation bestellt? Strom, Wasser, Lebensmittel, Benzin? In den Gebieten, die durch die ukrainische Verwaltung und Militär geschützt sind, läuft alles wie bis jetzt gehabt, alles intakt. Nur in den Gebieten, Bezirken, Gemeinden, die jetzt in der russischen Hand sind, sie provozieren humanitäre Katastrophe und lassen die Leute nicht an die wichtigen Lebensquellen und drängen die Leute zum Leiden. Also dort fehlt an allem. Und die wichtigste Aufgabe ist,
mit UNO jetzt Lebenskorridore zu schaffen, zu den besetzten Städten und Gebieten und Menschen, friedliche Bevölkerung zu evakuieren und Lebensmittel dorthin zuzustellen. Herr Osaczok, wir bedanken uns für dieses Gespräch, dass Sie sich die Zeit auch genommen haben, zu berichten, wie es bei Ihnen aussieht. Ihnen alles Gute. Dankeschön.